Servus und grüß Gott. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Monaco Sportstipendium. Leistungssport und Studium in den USA einfach und perfekt verbinden. Ich bin der Leon, ein Teil von der Crew von Monaco Sports. Und wie ihr hier seht, sind wir heute in München am Fitnessparcours Isarauen. Und das nehmen wir zum Anlass, um heute das Thema Athletik ein bisschen zu behandeln. Wir haben festgestellt, oder ich habe auch festgestellt, dass in den USA die Athletik sowohl im College-Sport als auch in der Gesellschaft eine ganz andere Rolle spielt als hier in Deutschland. Gerade im College-Sport habe ich die Erfahrung gemacht, dass alle Mannschaften, also sei es jetzt nur wie in meinem Fall Herrenfußball oder Football oder auch bei allen Frauenmannschaften, Frauenbasketball, Frauensoftball, was auch immer, jedes Team auch mit einem Athletiktrainer, der nicht nur ein Athletiktrainer ist, sondern ein ausgebildeter Krafttrainer zusammenarbeitet. Und gerade in der Offseason, was ja derzeit beim Herrenfußball noch das Frühjahr ist, arbeitet der Athletiktrainer eigentlich fast so eng mit dem Team zusammen wie der Haupttrainer. Also man verbringt sehr viel Zeit im Kraftraum und lernt da auch sehr, sehr viel andere Übungen und Athletikgeschichten eben kennen. Ich persönlich habe dort die Erfahrung gemacht, dass ich eigentlich dort das erste Mal wirklich mit richtigem Athletiktraining in Kontakt gekommen bin. Habe dort auch ganz viele, ganz andere, ganz neue Sachen kennengelernt, was auch ein bisschen so dieses Athletik-Feeling der USA auch in der Gesellschaft widerspiegelt. Ist dort auch ganz anders verankert als hier. Und habe da auch viel mit hier rüber zurück nach Deutschland genommen. Und jetzt über den Fußball hinaus ist es auch ein großer Teil von meinem Leben geworden, einfach mich damit mehr mit Athletik und mit dem Krafttraining, mit der Beweglichkeit zu befassen, was ich aufgrund dem Herrenfußball in den USA kennengelernt habe. Bis zum nächsten Mal.